Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minigame von Minecraft. Gibt es wieder im Minecraft Store kostenlos. Das ist Emerald Tycoon. Ja, mal schauen, was uns da erwartet. Wir erstellen mal das Ganze. So, da sind wir doch schon. Gut, hier geht's rein. Schauen uns mal hier kurz mal ein bisschen um. Gibt es Karotten, Gold. Abbauen können wir hier nichts. Dann gehen wir mal rein. Emerald Tycoon. Folge der grünen Markierung. Wir machen aber erstmal die Musik wieder ein bisschen runter. So, folgen wir doch mal das Ganze hier. Da ist schon einer fleißig. Öffne die Holzhackertruhe, um Smaragd zu erhalten. Und wir haben 25 Smaragde erhalten. Finde ich schon mal gut, dass das Spiel auf Deutsch ist. Werde den Holzhacker über das Aufwertungsmenü auf. Okay. So, jetzt geht's auf zum Minenschacht. Ah ja, das ist auf Level 1. Wir können hier jedes Mal neue Emeralds holen. Wir bekommen 12 Stück die Minute. Hallo Hase. Ja, hier gibt es wohl einiges, was man hier machen kann. So, ich denke mal, wir müssen erstmal hier rein. Ja. So, jetzt sollen wir das abbauen. Geht in die Truhe und wir bekommen unsere Smaragde, jetzt nochmal 88 Stück. Das heißt, wir können jetzt wieder aufwerten. Beziehungsweise wir sollen zur Arena. Also heißt es, wir können auch hier kämpfen. Das wird wohl sein da hinten. Beginnen die Arena-Herausforderungen.
Wir haben ein Schwert. Oh, gleich zwei. Okay, es werden immer mehr. Oh, den müssen wir weghauen. Aua. Oh, 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 oh. Autsch. Wieder ein Ertrunkener. Oh, der hat ein Baby hinten im Rücken. Oh, ich bin gleich dead. Ey, ich... Baby ertrunkener. Hier, unser Schwert ist wieder kaputt. Autsch. Also Heilung kriegen wir nur irgendwie minimal dazu. Autsch. Autsch. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Wie lange geht denn das hier? What the hell? Es wird immer mehr. Wir müssen uns erstmal alle in einem Getümmel hier. Das ist am besten. Oh, 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 oh. Oh, wir haben es geschafft. Wunderbar. 688. Ah, das hat sich ja mal gelohnt. Lass die Arena unterbrechen. Okay. Ja, gibt nichts, ist klar. Nice, nice. Und wir haben das erste Tutorial abgeschlossen. Gut, was ist das nächste? Hier haben wir jetzt nichts bekommen. Gibt es noch ein Tutorial? Oder kann man jetzt einfach drauf losarbeiten?
Okay. Wir haben ein paar Emeralds. Wir gucken erstmal, dass wir alles hier erstmal auf Stufe 2 aufleveln. Oh. Da gucken wir uns jetzt mal um hier, was wir noch machen können. Also wir haben hier Steinbruch, wir haben Holz, hier ist Farm, also Essen. Das könnte Werkzeug oder Eisen sein. Na? Fleißig. Ach. Es verbessert sich auch alles hier. So, was haben wir hier? Warum haben wir hier einen Pfeil? Ach so, okay. Was haben wir hier? Hier können wir irgendwas bauen. Da brauchen wir aber Stroh und Gold. So, gehen wir mal hier hin. Jetzt haben wir bessere Waffen. Dann schauen wir uns mal hier weiter um. Okay. Wüstenlore. Nee, erstes Gefährt. Okay. Blitztotem, verpasst Kreaturen Stromschläge. Ah, das kann man gut für die Arena benutzen. Ist das etwa doch ein etwas größeres Spiel hier? Okay. Schokolade, so wie es aussieht, und ein Haufen. TNT, Kekse der Unendlichkeit, Megalore, die schnellste Lore der Wildnis. Okay. Kann man sich auch noch einige Sachen kaufen. Hier geht es wieder zur Arena. Okay, jetzt müssen wir nur gucken, wo wir das herkriegen, ne? Weil im Moment kriegen wir ja nur die Smaragde raus. Hier kriegen wir es wahrscheinlich raus, so wie es aussieht. Aber hier gibt es bis jetzt noch gar nichts. Was ist denn das da hinten? Also das ist hier bis jetzt das günstigste. Also das werden wir wahrscheinlich erstmal komplett aufwerten. Oh, reicht sogar. Okay, was ist das? Oh, wir haben 64 Holz gekriegt. Das ist ja wunderbar. Und hier, wir kriegen hier jetzt erstmal ordentlich Emeralds, 36 Stück die Minute.
Was haben wir hier? Ach was, hier kann man noch andere Ebenen freischalten. Okay, das ist dann doch ein größeres Projekt. Tempelruinen des Dorfes. Gut, bevor wir das hier aufleveln bzw. freischalten, gucken wir mal, dass wir erstmal hier das alles fertig machen. Und was ist das hier? Okay, hier kommt man nicht rein. So, gib mir nochmal noch ein paar. So schön, wie sich das alles immer verändert. Neun fehlen mir noch. Danke. Machen wir den auch nochmal ein Level höher. 36 Stück. So, jetzt gucken wir gerade mal, weil wir können jetzt im Moment nichts machen, außer hier die Truhen einsacken. Okay. Wir gehen jetzt nochmal da hinten hin, wo man Sachen bauen konnte. Weil wir haben ja jetzt schon mal Holz. Das heißt, wir können schon mal da ein bisschen was ablegen. Gut, wir müssen jetzt erstmal alles komplett aufleveln. Ah, hier ist auch noch was. Glas und Zucker. Hier ist auch noch was versteckt. Sieht aus wie Fischerei, ne? Aber machen kannst du hier nichts, wie es aussieht. Wir gehen gleich schon mal hoch. Ja. Gibt's Betten. Oh. Oh. Es gibt hier auch versteckte Kisten. Ah, gut zu wissen. Können auch craften, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Sind hier Emeralds versteckt?
Na, hätte jetzt sein können. Gut. Also es gibt auch versteckte. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir den Steinbruch jetzt als nächstes fertig machen. So, jetzt haben wir kein Holz mehr. Aber das heißt ja im Prinzip, wenn wir jetzt hier in die Mitte gehen, bekommen wir dann Holz. Ja, es gibt Emeralds. Okay. Oh, was passiert jetzt? Sobald du alle Ressourcenstationen eines Biomes komplett aufgewertet hast, kannst du hier eine Trophäe abholen. Jede Trophäe belohnt dich mit Bonus-Smaragden. Hol dir jetzt die Tutorial-Trophäe. Ah. Das gab jetzt 200. Ja, gut zu wissen, aber ich muss jetzt nochmal zu der Truhe. Weil hier gibt es jetzt Steine. Danke. Und die Steine kann ich hier jetzt da hinten verwenden. Einmal da und da drüben noch. Da sind die Steine auch schon wieder weg. Perfekt. Dann können wir uns jetzt Richtung Essen machen. Tausende elf Smaragde. Nehme ich alles mit. Kommen wir auch fertig, wunderbar. Wir haben mehr Trophäe verfügbar. Eben abgeschlossen. Okay, theoretisch könnten wir jetzt zur nächsten Ebene. Aber wir wollen ja gucken, beziehungsweise. Warte mal, das hatten wir fertig, das hatten wir fertig, das hatten wir fertig. Das müssen wir noch fertig machen hier. Aber ich werde offline noch ein paar Arena-Kämpfe machen, dass wir ein bisschen Smaragd noch kriegen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.